Hallo, heute nochmal zu dem Thema Vater, Mutter, Kind, weil da gibt es eben da auf der Fisch- und Fleisch-Plattform immer wieder dieses Thema, was denn die Frauen brauchen, wenn sie schwanger sind und was die Männer dazu beitragen können, dass es den Frauen besser geht. Ja, also stimmt, natürlich können sie was beitragen, keine Frage. Oder sie fragen halt dann auch immer wieder, aber ich glaube schon die Frage an sich, wie kann ich mich richtig verhalten? Ist gefährlich, weil aus meiner Erfahrung, gut, man kann natürlich sagen, ich habe jetzt nur 3 Kinder und es gibt sicher Frauen, die haben viel mehr Kinder gekriegt, aber ich kann nur sagen, es war jedes Mal die Schwangerschaft anders, es war jedes Mal der Geburtsverlauf anders, es war jedes Mal die Phase davor, danach anders. Ich hätte nie benennen können, wie jetzt richtiges Verhalten von einem Mann gewesen wäre. Außer, dass ich sagen kann, Zeit für mich, um selber damit zurechtzukommen, was da mit mir passiert. Das, ja, das könnte ich schon sagen. Aber sonst finde ich das so, eben, ich glaube, also wenn mich wer gefragt hätte, wie soll ich mich jetzt richtig verhalten, dann hätte ich gesagt, boah, entweder weißt du das selber oder sonst, halt lieber die Klappe. Also ich weiß, das ist jetzt natürlich alles ganz, ganz heikel, ja. Und natürlich ist es gut, wenn die Männer überhaupt Fragen stellen und auf die Idee kommen, dass man vielleicht was anders machen könnte. Eh klar. Aber auch dieses, es sind immer noch die Frauen, die die Kinder kriegen. Jo, schon. Aber wenn ich mir dann anschaue, wie viele tolle Frauen in Männerkörpern herumlaufen und umgekehrt, wie viele tolle Männer in Frauenkörpern herumlaufen, also ich kann das alles nicht mehr so sehen. So. Da und da und die und der. Ja, natürlich, ich weiß, ich hab's da drinnen, aber ich stecke in einem Frauenkörper. Ja, so würde ich das bezeichnen und der trägt halt Kinder aus. Ja, aber ich stecke da drinnen. Ich würde das jetzt schon immer mehr unter. Ja, aber auch das ist jetzt wieder sehr gefährlich und wahrscheinlich in der kurzen Zeit, die ich da auch vor dem Video verbringe, auch nicht auf den Punkt zu bringen. Gut, also was ich nochmal sagen wollte, fein, wenn sich Männer Gedanken machen, super, wenn sie darüber nachdenken, aber ich habe die Erfahrung gemacht, zu viel Denken macht Kopfweh. Ich glaube, dass es, wenn wir da ein bisschen loslassen würden und die Frauen nicht immer die Männer irgendwo hinpacken würden und die Männer die Frauen, wenn man das ein bisschen. Also. Dann passt, wird es schon passen, wie es läuft. Ja, also das wollte ich jetzt nochmal sagen, weil das beschäftigt mich dann doch immer wieder, wie das dann so, ja, natürlich gibt es, aber warum gibt es so viele Männer, die so verunsichert sind und immer fragen, wie soll ich mit dem Verhalten? Also das hat ja auch irgendetwas ausgelöst, dass sie jetzt nicht mehr wissen, wie sie sich verhalten sollen, ja? Also das ist ja nicht nur, es ist auf der einen Seite positiv, dass sie nachfragen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, hat das auch ein bisschen einen Beigeschmack für mich, dass sie jetzt fragen, wie wäre es denn und wie hättest du das denn gerne? Ja, das kommt von wo. Und ist dann natürlich auch, wenn man es nicht so gleich sagen kann, dann hast du nichts gesagt, ne? Gut, also Vorsicht damit, ja? Es ist ein bisschen breiter gestreut zu sehen. Ich kann das nicht mehr so sehen. Dann tschüss, schönen Tag euch allen.